ihr Lieben, hier ist Maxi und Christian von Maxis Messer Podcast. Es geht heute um die Top 10 aus 2019. Das heißt Top 10 Taschenmesser, Fixedmesser, Bestseller und unsere persönlichen Lieblinge. Genau. Und zuerst mal vielleicht, wie haben wir gewotet? Wir haben aus zwei Komponenten gewotet. Der erste Teil ist, was unsere Bestseller sind. Genau. Aber auch eine kleine Mischung aus Bestsellern, wie gesagt, und auch so unseren persönlichen Lieblingen. Genau. Und klar, es waren, Bedingung war, alle Messer müssen 2019 erschienen sein. Genau, released worden. Genau. Richtig, da, was wir nicht reingenommen haben, ist das Sebenza 31. Es würde genau, ja offiziell released. Ja, aber hat noch keiner. Doktor, du hast es schon in der Hand. Ja. Ich hatte schon in der Hand für ungefähr 30 Sekunden. Und dann wurde es dir aus der Hand gerissen. Genau. Und genau, für Fotos hatte ich es ja auch. Mhm. Ich war auf der Blade Show und ich stand in der Reihe, als die ersten 31-31er verkauft wurden. Und ich war, glaube ich, an Platz 33. 33, ah. Ja. Genau, es lichtete sich quasi vor mir. Und dann schade. Außerdem nicht dabei ist, sind so Sprintruns, die wir wirklich nur ganz kurz gesehen haben. Der Bottle Butcher von Backblade. Mhm. Oder Spyderco Shaman Mikata. Mhm. Einfach weil klar war, die wird es nur ganz kurz geben und sind entweder nur ganz wenig verfügbar, manche auch gar nicht verfügbar. Genau. Wir sollten vielleicht nochmal so einen Sprintrun Top 10 machen. Oder Top 5, Idee. Das schnell noch mal. Starten wir mit Platz 10. Trommelwirbel. Brrr. Platz 10 ist CRKT CEO. Das ist ein Messer, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, Christian eher nicht. Da können wir gleich noch kurz was zu unserer Geschichte damit erzählen, aber erzähl erst mal was zum Messer. Ja, also das CEO ist ein sehr schmales Messer. Der Vorteil des Messers ist, wenn du es in der Hemdtasche drehst, wirkt es wie ein Kugelschreiber. Designed wurde es von Richard Rogers. Dessen Designs ja absolut legendär sind. Auch sehr, sehr schlank, teilweise sehr schlank, sehr schön. Ja. Und praktisch nicht zu bekommen. Richtig, richtig. Genau. Ich meine, es ist auch seine erste Production-Zusammenarbeit mit CRKT. Mhm. Und es hat in Atlanta auf der Blade Show den Best Buy of the Year Award gewonnen. Das heißt, es ist wohl, man könnte den mit den in Deutsch übersetzen als Preis-Leistungssieger. Ist es dir deswegen eigentlich, ist es dir deswegen aufgefallen oder? Also weil es diesen Award bekommen hat? Ja. Ja, okay. Das war so man schaut ja immer so, was passiert, warum bekommen sie den Award und dann als nächstes ist halt als erstes der Award und als zweiter Punkt der Richard Rogers. Mhm. Der Name, der dahinter steht. Und als du damit angekommen bist, ich fand es auf Fotos erstmal nicht so gut. Mhm. Dann haben wir uns im Sommer 2019 getroffen bei einem Freund auf so einem privaten Messertreffen. Und ich gebe ich ganz ehrlich zu, ich war nicht so umgehauen. Und wir haben auch gemerkt, dass es für Leute mit richtig großen Händen nicht so einfach zu öffnen ist. Und dabei auch für Leute mit mittleren bis sogar, du hast eher kleine Hände oder du hast sehr kleine Hände? Ja, Handschuhgröße 6,5, 7. Dafür ist es super, ne? Mhm. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja. Aber es kommt total gut an. Es ist eines der besten Büro-EDCs, würde ich sagen. Richtig. Also Preis liegt bei 55 Euro derzeit, genau. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ein super Messer. Für denjenigen, der es flippen kann, ne? Das ist halt immer so. Ja, stimmt. Dann macht es schon Spaß. Das hast du dann mal so ein paar Minütchen im Büro, ne? Genau. Kaffee. Und es ist wirklich, das muss man echt sagen, es ist so schmal, leicht und kompakt. Da merkt man wirklich, also ob du das jetzt in der Hosentasche hast oder nicht, ist dann auch, also das trägt wirklich nicht auf. Das ist schon echt beeindruckend. Okay. Weiter mit Platz 9. Platz 9, ja. Clyde von Giant Mouse. Hat ewig gedauert, bis es rauskam. War lange, 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 lange angekündigt von Giant Mouse. Wir waren eigentlich alle schon von den ersten Fotos an ziemlich begeistert, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann passierte erstmal nichts. Dann ging das so los, kommt bald, kommt nicht. Irgendwie,
da weißt du da vielleicht mehr drüber, da irgendwie ist es im Zoll hängen geblieben oder irgendwie gab es da Schwierigkeiten an der in Mexiko oder so? Richtig, genau. Also die hing wohl in Mexiko an der Grenze fest und oder die erste Info war, da war, ist was nicht in Ordnung gewesen und die ganze Charge musste zurück. Nach Italien? Nach Italien, das so, wenn ich das richtig verstanden habe und ja, und dann hat es aber noch mal länger gedauert. Es war echt lang. Und, ja, es waren mehrere Monate. Und umso größer die Erleichterung, als es dann endlich da war. Und es ist ein super Messer. Richtig, es war bei uns, ist es an einem Montag gekommen. Montag habe ich Homeoffice. Ich habe das Messer nicht gesehen. Okay. Es war gleich wieder weg. War also am ersten Tag ausverkauft. Und ja, woran liegt das? Also ich glaube, das liegt beim Kleid daran, dass sie da so einiges anders gemacht haben bei, bei Jeanne Maus. Ja. Was jetzt nicht dafür spricht, dass die anderen Messer schlechter sind. Es ist nur mal schön, mal ein Messer zu haben, was auf Waschern läuft. Ja. Das ist der große Pluspunkt vom Kleid. Die Form, da waren wir uns am Anfang mit der Klingenform, na, hat so ist eine, es... So eine Persian-Klinge, genau. Ja, genau. Die. Was mir aufgefallen ist, als ich es das erste Mal in der Hand hatte, es war, als ich es in die Hand genommen habe, ein Tick kleiner, als ich gedacht hätte. Mhm. Aber es ist tatsächlich exakt genauso lang wie ein Small Sylvester. Ja. Das also ist fast auf einen Millimeter kleiner. Genau. Ja. Ja. Ein Freund von mir hat es gekauft, der hat eigentlich mit Messern gar nicht so groß am Hut. Also der hat vielleicht so eine Handvoll Taschenmesser, aber der ist jetzt überhaupt kein Messer-Nerd oder so. Und der hat mich gefragt so, ey, ich will mal ein etwas cooleres Taschenmesser mir kaufen, darf auch ruhig jetzt über 100 Euro kosten. Und der hat das gekauft und der ist super, super zufrieden. Das ist jeden Tag auch ein Bürojob mit dabei. Der ist mega happy mit seinem. Super. Also es ist nicht 42A-konform? Nee. Das vielleicht schon mal dazu gesagt. Das ist, lässt sich mit dem Daumenpin öffnen. Der ist, ist der demontierbar? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass man den auf der anderen Seite, auf der Rückseite, ich habe das Messer gerade nicht hier, dass man den vielleicht demontieren könnte. Ich schau mal in den Bildern. Aber dann hast du halt dieses nicht so hübsche Loch. Ja, nee, da ist, kannst da rein. Unsere Zuhörer werden das recherchieren, zweifelsfrei. Also du hast den Liner-Lock, super schön, und der Smicata ist ein Traum. Der Knaller, ja, auf jeden Fall. Im Nachhinein frage ich mich gerade, ob wir es mit Platz 9 vielleicht sogar ein bisschen zu weit unten gerankt haben. Ich finde, jetzt wo ich das Bild hier so vor mir habe, ich finde es echt... Genau. Also kann ich ja sagen, so mein, also für mich persönlich das schönste Giant Mouse Messer. Ist mein Lieblingsmesser von wegen Giant Mouse. Wegen dem Mikata oder eher wegen dem Waschern? Ich finde die Form so geil. Und auch interessant, wenn man jetzt mal sich den Griff anguckt und ein Monte Carlo, oder jetzt wir haben jetzt hier gerade ein Zero Tolerance 0230 vor uns liegen, was... Was ja im Prinzip Monte Carlo ist, dann merkt man, dass der Griff gar nicht so unähnlich ist wie der vom Kleid. Also so mit diesen, ne, mit diesen Winkeln. Mhm. Das ist ein Messer, die echt gut in der Hand liegen. Einfach ein cooles EDC-Messer, was ein bisschen interessanter aussieht. Du meinst also, das ist, also Giant Mouse ist ja eine Designed-Koala-Wert. Also, sagen wir mal so, jetzt Ansel und jetzt bei Voxnays. Design gemeinsam. Ja. Man sieht das schon. Ja, auf Jahren. An den Messern. Das, absolut. Genau, beim Kleid so ein bisschen mehr ansieht, glaube ich, gerade. Ja. Es ist halt immer die Frage, man hat mal gefragt, wer designt mehr und dann haben beide geantwortet, wir designen immer gleich viel. Das ist immer, du kannst jetzt nicht sagen, ich habe hier 70% designt und. Ja. Preis kostet? 176 Euro. Ja. L-Max Stahl? Ja. Und seit diesem Monat auch draußen in der Natural Canvas Edition. Sehr schick. Sehr schick. Also mir fällt es schwer, mich zwischen beiden zu entscheiden. Und es gibt noch schwarzes G10. Schwarzes G10, genau, mit roten Liner, was auch eine sehr schöne Kombination ist. Vor allem für alle Star Wars Fans. Ja, genau, haben wir gerade das Gleiche gedacht. Genau. Die Carry Clip. Ja, sehr schöner Drahtclip. Ja, sehr robust. Ja, also ich würde es jetzt mittlerweile, wenn wir die Liste nochmal neu schreiben... dürften auch nochmal anders ranken. Schönes Messer. Ja. Okay. Platz 8. Platz 8. Platz 8 geht an Böker. Böker hat 2019 ein klassisches Messer rausgebracht. Man will es nicht glauben, aber Böker hat klassische Messer neu interpretiert. Also, und das Ergebnis ist das Böker Barlow Prime. Wobei man jetzt, glaube ich, wenn man das Messer jetzt nicht sieht,
hat man bestimmt so diese Barlow-Form im Kopf. Mit den langen Backen. Mit dem langen, ja. Und das ist es halt nicht. Also es ist halt ein klassisches Messer auf jeden Fall. Hat einen schmalen Bolster. Und das gibt es in einem hellen Holz und mit Maserbirke. Oder, wenn man es dunkel mag, Hainbuche. Das klassische. Viel dunkler, genau. Ja. Schöne Hintergrundgeschichte dazu, können wir ja wahrscheinlich hier erzählen, wenn ich schneide was raus. Unser Freund Lennart Palkowitz, der bei Böker arbeitet. Hallo Lennart. Hallo Lennart. Hat in einer alten Blechdose, wenn ich das richtig verstanden habe, ein ganz, ganz, ganz altes Muster von einem Taschenmesser gefunden. Und hat einfach mal einen Prototypen gebaut und das den Chefs gezeigt. Die fanden es super. Und daraus ist das Barlow Prime entstanden. Also eigentlich ein altes Böker-Pattern, was einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten war und durch Zufall wieder ans Tageslicht gekommen ist. Ja, es ist sowieso der Wahnsinn, was da alles immer noch schlummert in den einzelnen Manufakturen. Ne? 140 Jahre gibt es in... 150-jähriges Jubiläum hat sie 2019. Wahnsinn. Ja. Ältester Messerhersteller der Welt, habe ich neulich gelesen. Genau. Wir waren ja beide auch da bei Böker im Werk. Super spannend. Sehr, sehr interessant. Viel größer, als ich gedacht hätte. Ja? Ja. Ich gucke nochmal, ob ich wirklich 150... Sehr großer, sehr professioneller Betrieb, kann man nicht anders sagen. Ja. Und wir fanden das Barlow Prime alle direkt auf Anhieb super. Ja, die Klingenform hat mich auch überzeugt. Ja. Ist ja im Podcast immer schwierig, zu zeigen, welche Klingenform es ist. Unsere Hörer werden googeln das. Also es ist mal ein frischer Wind mit klassischen Taschenmessern. Auf jeden Fall. Und das brauchen wir auch ganz dringend in Deutschland. Ja, und so von der Form sieht überhaupt nicht aggressiv aus. Eigentlich auch ein super EDC. Natürlich ohne Clip. Clip würde hier überhaupt nicht passen. Dabei fällt mir ein, so ein schönes Leder-Etui, also so ein Slip, würde noch fehlen. Ja. Fehlt, glaube ich, noch. Ich meine, da gibt es noch nichts Passendes, meine ich. Die kommen, glaube ich, in so einem... Gibt es da welche? Ah, okay. Die kommen jetzt komplett ohne was. Okay. Also in typischen Böker Säckchen, dieses rote, aber sonst... Klinge ist... N690? Ja. Genau. Rostfrei. Stahl, den Böker richtig viel verwendet. Mhm. Super im Griff hat. Ja. Da haben die viel Erfahrung mit. Ich finde es rundum super. Ja. Nach wie vor ein tolles Messer. Richtig, bei den traditionellen Messern geht es ja also auch immer für mich jetzt auch um Optik. Und das ist wirklich ein sehr schönes, sehr fotogenes Messer. Auch schön mit dem Logo, sehe ich gerade im Griff, ne? Ja. Also mit diesem Baumemblem. Ja, diese, genau. Das haben die schon echt gut gelöst. Ja. Und halt nichts auf der Klinge, nicht so stark. Sehr schön. Ja. Platz 7? Achso, der Preis vielleicht noch. Oh ja, genau, stimmt. 89,95 beziehungsweise die Hainbuche-Version und in Maserbirke 99,95 bei uns. Genau. Ja. Wir machen preislich einen unglaublichen Sprung nach oben. Zu Platz 7. Spyderco Paisan. Mhm. Das war für viele schon, also für so richtige Messer- und Spyderco-Fans war das schon richtig krass. Angekündigt wurde ja, dass das Nirvana, das Vorgängermodell von, was auch Peter Recenti designt hat, dass es eingestellt wird. Das haben viele überhaupt nicht gut gefunden. Mhm. Da waren auch, glaube ich, viele Fans echt entsetzt. Und dann kam kurz danach, wenn ich mich richtig erinnere, die Ankündigung, dass es mit dem Paisan halt Nachfolger geben soll. Und ja... Hat das auch ewig gedauert, bis es kam, ne? Angekündigt war es 2018. Es sollte 2018 kommen. Und eigentlich quasi ist es ein Release aus 2018, aber bei uns eingetroffen ist es im August 2019. Und es sollte ab Februar, meine ich, schon da sein. Das ist natürlich... Und uns haben Kunden auch im Frühjahr 2019 schon angesprochen auf das Messer, oder? Ja, genau. Ich hatte es zum ersten Mal in der Hand auf der IWA im 2019 und war auch sofort hin und weg. Ja. Es ist ja ein Vollintegral. Mhm. Und schon, da steckt schon ordentlich was dahinter, ne? Da steckt richtig Maschinenzeit drin. Genau. Aber auch da war es ähnlich wie mit dem Kleid, die Erleichterung war groß, als es dann da war. Ja. Wir hatten ein paar Vorbestellungen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Die waren auf jeden Fall echt happy, als sie es dann gekriegt haben. Mhm, genau. Ist auf jeden Fall, ja. Es ist nicht so das typische Spyderco, ne? Nee, also auch Peter Recenti ist auch
Er macht halt nicht so die leichten Sachen. Nee, ja, das stimmt. Muss man auch sagen, ist ein großes Messer. Also ja. Richtig ausgewachsenes Teil. Voll Titan, Griff integral, also das heißt ein Stück. Titan, genau. Sheepsfoot-Klinge, könnte man sagen. Ja, genau. Würde ich auch in diese Richtung interpretieren. Also sein eigenes Design natürlich, aber es geht dann eher in die Sheepsfoot. Ja, auf jeden Fall. Mhm. CPM S90V. Wenn schon, dann schon. Auch ein richtig krasser Stahl. Sehr, sehr schnitthaltig. Natürlich nicht ganz so einfach zu schärfen. Mhm. Einfach von der Form her ein wirklich außergewöhnliches Messer, kann man nicht anders sagen. Ne? Framelock. Ja, genau. Peter Resenti ist auch gerade, wird auch gerade, also was heißt gerade, seit mehreren Jahren sehr gehypt. Bin ich gespannt. Ja, genau, als seine Customs sind auch. Ja, unbezahlbar und sofort mit Wartezeiten, die. Spyderco lässt das Paisan in Taiwan fertigen. Ja. Wobei man jetzt dazu sagen muss, für Leute, die jetzt bei Spyderco nicht so sehr im Thema sind, die Taiwan-Fertigung von Spyderco ist die absolute Oberliga. Mhm. Also die absolute verarbeitungstechnisch, muss man einfach ganz klar sagen, ist da mehr geht bei Spyderco nicht. Nennt Spyderco das nicht auch Deluxe? Mittlerweile, ich glaube, im neuen Katalog habe ich das noch. Kann so sein. Ja, doch, stimmt. War das nicht in dem neuen Katalog, dass sie das als. Ja, irgendwas war da. Also die haben das ja in Serien unterteilt, ne? Also genau. Also Taiwan ist absolut top of the line, sind auch die, muss man klar sagen, sind die teuersten Modelle. Ja. Aber qualitativ ist da auch wirklich, sind immer auch die, also wenn es so von der Konstruktion richtig aufwendig wird, dann geben sie wird meistens in der Produktionsstätte in Taiwan gefertigt, einfach weil die das scheinbar am besten können. Ich habe hier noch stehen als Notiz, hat 2018 den Preis abgeräumt als Imported Knife of the Year. Oh, okay, wusste ich nicht. Und ja, vielleicht sagen wir mal was zum Preis, ne? Der ist ja... Alle jetzt festhalten. Der liegt bei 550 Euro. Ja. Derzeit. Das ist viel Geld, aber man kriegt halt auch viel dafür. Genau. Nächster Platz. Platz 6. Platz 6 ist ein Custom. Ja. Und zwar ist es Jens Ansel, oder seine Firma heißt ja Ansel of Denmark, das Casino. Das Casino ist... wurde halt natürlich 2019 veröffentlicht und ist der direkte Nachfolger des Monte Carlo. Und wenn man halt davon sprechen kann, sind die beiden in einer Größenklasse. Mhm. Kann man gut vergleichen. Wer das Monte Carlo liebt, sollte sich unbedingt mal das Casino ansehen. Es ist, ist eine andere Klingenform, ist eine andere Griffform natürlich, aber das geht in diese Richtung der Wertigkeit, der Schönheit, der schlichten Eleganz. Also ich frage mich immer wieder, wie man ein Messer, das älteste Werkzeug der Welt, neu erfinden kann. Immer wieder neu. Und dass es trotzdem so schlicht ist wie das Casino und trotzdem dich total umhaut von der ersten Sekunde an. Das ist... Hat bei mir auf jeden Fall auch ganz klar sofort so ein Will-Haben Reflex ausgelöst. Konstruktion ähnlich wie beim Monte Carlo. Zwei Titan-Griffschalen. Innen liegen zwei Sperrfedern, die dann von der Seite jeweils mit so einem Detent-Ball auf die Klingenwurzel drücken. Das heißt, es ist kein klassischer Slip-Joint, sondern ja im Prinzip so eine Mischung aus Friction-Folder und Slip-Joint. Rastet schön satt ein. Anders als beim Monte Carlo auf jeden Fall einmal die Klinge, das ist eine Drop-Point-Klinge. Und was ich richtig klasse fand, war, dass die Griffschalen so leicht 3D gefräst sind. Also so ein Radius haben. Dass du noch ein bisschen ein aufregenderes auf jeden Fall. Muster hast quasi. Absolut. Der Clip ist auch ein bisschen anders? Ja. Eigentlich völlig anders. Ja, genau, aber auch 3D gefräst. Genau. Deep Carry. Genau. Und einfach ein unglaublich, also optisch, ja. für mich persönlich optisch eines der allerschönsten Messer, die wir überhaupt im Shop haben. Ja. Und es ist 42A konform, da nicht verriegelt. Wenn man das denn mitnehmen möchte für 790 Euro, muss man halt erstmal schon mal... In der Titanversion. Das heißt in diesem Fall die günstigere Version. Genau. Wer auf Zirconium steht, das Zirconium hat so eine gebürstete Oberfläche, glaube ich. Das ist schon, also Zirconium kann ja auch gut bearbeiten. Ne? Das ist schon... Wunderschön. Da reden wir dann allerdings schon über 1150 Euro. Richtig. Genau. Aber es
gut, mhm. sind halt Customs, made in komplett handmade in Dänemark von Jens Anso. Ja. Wunderschöne handsatinierte Klinge. Sieht man übrigens auch immer auf seinem Instagram-Account, wenn er in seinem ja. Workshop arbeitet, morgens um 5.30 Uhr ja, mit seinem ja. Kaffeebecher. Das ja, ist. Ja. Ich finde, also dieses Klingenfinish finde ich super schön. Das Handrubbed? Ja, mhm. das sieht wahnsinnig gut aus. So ein bisschen erinnert mich das an die Heidi Blacksmith. Ja, ich glaube, die machen das auch beide ähnlich. Ja, ja. 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 Einfach, ja. Einfach ein richtig, richtig tolles Messer. Klar, hat seinen Preis, aber. Genau. Und ich glaube auch, wenn man noch nie einen Anso in der Hand hatte, durch die beiden Detentbälle, es ist eine Gewöhnungssache, dass mhm. den Widerstand, der ist halt anders als ein Slipjoint. Genau. Nicht man, ganz man muss ein bisschen, man muss ein bisschen bewusster damit umgehen. Ne? Also, wenn du dir einen Apfel schneidest oder vielleicht irgendwie du etwas härtere Schneidarbeit machst, man muss so ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Ne? Ja. Also ich habe jetzt echt lange das Zero Tolerance 0230 dabei gehabt, was genauso funktioniert, also vom Aufbau identisch. Mhm. Und wenn man sich einmal so ein bisschen daran gewöhnt hat, an diesen Verschlussmechanismus, dann geht man da auch entsprechend mit um. Hast du damit einen Apfel schon mal? Ja. Und ist schon mal was? Nein. Nee, ne? Nein, nein. Also ich habe damit auch schon komplette Mahlzeiten zubereitet oder irgendwie für meine Tochter so einen Obstteller. Ja. Ist völlig, also es ist ein wirklich, man kann damit völlig sicher arbeiten. Man muss sich einfach nur ins Gedächtnis rufen, dass es halt kein verriegeltes Messer ist. Aber dann ist es völlig problemlos. Platz 5? Platz 5. Ist streng genommen kein Messer. ja. Nicht so richtig. Nicht Daily so Customs richtig. Haben 2019 Griffschalen für die kleinen 58mm Victorinox-Messer rausgebracht. Genau, also das ist das Victorinox Classic. Ja. Was eigentlich jeder kennt als Schlüsselbundanhänger, ne? Ja. Nein. So ein bisschen stiefmütterlich behandelt vielleicht. Du meinst von Victorinox als? Oder ach so, du meinst so von uns als. Ja, so in unserer Wahrnehmung, so ja, in der Szene, ne? Genau. Also. Hat man halt dran. Hat man halt auch im Schlüsselbund, aber so richtig doll benutzen tut man es dann doch nicht. Und Daily Customs haben. Ihre Griffschalen, die sie ja für die 91er produzieren, dann auch mhm. für die kleinen 58er rausgebracht. Was, glaube ich, dazu geführt hat, dass auf einmal ganz viele Leute 58er Victorinox gekauft haben. Rambler. Ja. Das, die Hochphase des Ramblers. Ja. Ich habe mein erstes, habe es gerade in der Hand, ich habe mein erstes 58er überhaupt ja? gekauft. Ja. Und die Pinstripe Griffschalen draufgebaut. Ich finde es super, super gut. Die sind halt, also vielleicht noch ein bisschen, bei den 91er-Schalen war das so, dass die Pinstripes, das ist so eine Nadelstreifen-Optik auf mhm. Titan jetzt in deinem Fall, dass es nur auf der Vorderseite war. Ne? Die, mhm, und genau. die Hinterseite war quasi plain. Genau. Die, bei den kleinen Schalen haben wir da, hat, ich glaube, Daily Customs geht ja die sprechen sehr oft mit ihren Kunden, was wollt ihr haben, wie wollt ihr es haben? Ja. Und da war der Wunsch halt da, komm, mach doch mal das Muster auf die Rückseite. Das haben sie gemacht. Mhm. Die Maschinenzeit ist natürlich um einiges länger ja. dann. Ja. Und von daher sind sie gerade nicht günstig. Bei Titan. Ja. Genau, gerade bei Titan dann auch noch den Aufwand der Vorderseite für die Rückseite zu verwenden. Da liegen wir jetzt, glaube ich, preislich bei 85€ für die Titan-Version. Genau. Das schon. Bei der Messing-Version mit den Pinstripes wären es 70€, genauso wie mhm. bei der Golfball Messing-Version, die ich ja. persönlich sogar noch schöner finde. In Messing? Nee, das Golfball-Pattern generell. Ja, genau. Wir können mal sagen, was unsere Lieblinge sind. Ne? Ja, ich bei mir ganz klar Titan Golfball Machine Finish. Okay. Hammer. Absoluter Hammer. Bei mir ist es Pinstripe in Messing, weil ich es dann versilbern würde mhm. oder habe ich. Und dann halt noch so die Versilberung noch ein bisschen mit so einer Antiklösung versehen. Das mhm. ist so ein bisschen alt aussieht, dass das wirklich. Dann sehen sie nämlich so aus wie früher. Früher gab es ja schon mal echt silberne Messer. Und dann deswegen erinnert mich das immer so an die Messer von früher. Okay. Qualitativ her. Ja, Daily Customs halt. Ja. Spaltmaße kennen die einfach nicht. Mhm. Unglaublich gut. Wirklich unglaublich gut. Mhm. Jetzt haben wir die Besonderheit, das kannst du vielleicht erzählen. Du hast dir überlegt, Gravur wäre gut und du kennst da jemanden. Es ist so, ich glaube, ich hole ein bisschen weiter aus. Wenn wir über Messer reden, ist es ja nicht immer nur ein Handwerk, es ist ja auch Kunst.
Absolut. Und ich finde es immer ganz spannend, so Künstler, die wir kennen oder die wir noch kennenlernen, so zu vereinen. Ja. Und wir haben dann zwei Waffengraveure in unserem Freundeskreis. Das ist einmal die Anja und dann noch der Florian. Und der Florian hat eine 58 mm Schale graviert. Die können das natürlich komplett von Hand, aber er hat das maschinell graviert, die Vorder- und die Rückseite, um einfach mal zu zeigen, was geht. Und weil wir wollten, dass es reproduzierbar ist, ne? Genau, weil wir wollten, es darf halt, wenn du das per Hand machst, was er jetzt da per Maschine gemacht hat, dann bist du ja beim 4- bis 5-fachen Preis. Er hat es jetzt mit der Maschine programmiert, designt, gefräst und hat dann von Hand nachgearbeitet, dass das noch Unregelmäßigkeiten hat, die ja die Handarbeit ausmacht, ja. Dass ja die Messer, die Griffschale in dem Fall, die Seele gibt. Diese kleinen Unregelmäßigkeiten, die sind vorhanden, ohne jetzt halt diesen immensen Preis zu zahlen. Und ich meine, wenn wir sagen, es ist jetzt schon einmal Griffschalen für 439 Euro sind halt... Das ist schon eine Ansage. Das ist schon ganz eine klar. Ansage, das ist absolute Kunst. Aber halt, man kriegt dafür halt auch was es so einfach nicht gibt. Ja. Und halt, das muss man auch sagen, der Florian ist jetzt nicht nur irgendein Graveur, sondern ist einfach einer der allergefragtesten Waffengraveure in Europa. Und wenn man sich seinen Instagram-Account anschaut, dann weiß man auch warum. Also was der macht, ist einfach unglaublich krass, finde ich. Ja. Also egal, was der graviert, ob es jetzt so eine klassische Schrotflinte ist oder Uhrengehäuse, das ist unglaublich. Ja, stimmt, die Uhrengehäuse auch mit dem Gold hinterlegt. Also ihr findet ihn unter, ich meine seinen Namen, Florian Güllert, aber mit UE auf Instagram. Er hat jetzt keine Webseite. Wir haben auf unserer Webseite aber, also in unserem Shop, haben wir was über ihn geschrieben und da haben wir auch nochmal alle seine Konten verlinkt. Also ich glaube, er hat ja noch definitiv wert, sich das mal anzugucken. Genau, und wir werden auf jeden Fall noch mehr machen in diesem Jahr mit Florian als auch mit Anja. Da kommt noch. Genau, Anja Dammenhain, auch eine unglaublich talentierte Graveurin, die kann man ja mal so ganz kurz anreißen, ein Chris Reeve Nandi für uns von Hand graviert hat. Komplett von Hand, ja. Was alleine die Feinheit, wenn man sich das mal unter einer Lupe anguckt, atemberaubend. Ja. Großartige Arbeit, ja. Platz 4. Platz 4, ich bin dran, ne? Du bist dran. Platz 4, eine riesen Überraschung für uns beide, glaube ich. Ja, für die gesamte Messerszene. Hat der Jens Ansel mal gesagt, auch das Monte Carlo können wir auch mal als Production-Version produzieren lassen. Wem nehme ich mir? Natürlich Zero Tolerance. Die kennt man ja für Slip Joints, klassische Klapper. Das ist ja so deren Metier. Ist voll, ja. Also nicht. Ich hätte es vermutet vielleicht, ne? Bei Viper. Ja. Aber bei Zero Tolerance habe ich mir gedacht, nee, das genau auch so. Ja. Wir haben es jetzt hier auch gerade vor uns liegen. Im Prinzip ist es ein Monte Carlo. Es ist genau, also es hat uns in dem Sinne sehr überrascht, wie gut die das können, Zero Tolerance. Ja. Ne? Es ist ein Monte Carlo, es ist die Klingenform. Ich hab beide Modelle, ja, das Monte Carlo im Ladengeschäft, das Monte Carlo und das Zero Tolerance. Du hast die verglichen, ne? Ich habe die verglichen. Ich habe auch was darüber geschrieben auf meinem Blog. Also, als es ganz frisch kam, gerade auch so die Vergleichsfotos, ne, mit den, auch so die Aufnahmen von den Detent Bolts. Das ist schon... Unglaublich. Ja. Großer Unterschied, dass 0230 von Zero Tolerance, so heißt das Modell, hat... keine Titan-Griffschalen, sondern, wie ich finde, sehr, sehr schöne Carbon-Griffschalen, die seitlich nochmal so angefasst sind, dass man so die Schichten im Carbon ganz schön erkennen kann. Ist super leicht. Ja. Und hat keinen Clip. Ja, ich dachte, das wäre der große Unterschied. Das ist der zweite große Unterschied, ja. Es hat keinen Clip. Es hat keinen Clip, es hat auch keinen Sleeve. Nee. Das, ist das, für dich ist das kein Nachteil? Mich stört das überhaupt nicht. Also ich brauche, das ist so leicht ich trage das so nach Hosentasche. Ich habe dann irgendwo, so ein Ledersleeve, wo ich das reinstecke. Mhm. Ich finde das super gut. Also mich stört das gar nicht, dass es kein Clipper, andere stört es. Ja. Genau. Vielleicht kommt da ja nochmal von. Also falls jemand von Zero Tolerance zuhört. Vielleicht habt ihr Bock, nochmal eine Version mit Clip zu machen. Das würden einige richtig gut finden. Oder mit Mikata-Griffschalen und Clip. Ja, das würde hier sicher Abnehmer finden. Ja, Titan wäre halt zu nah am... Obwohl, ich meine, Jens Ansel baut ja auch welche mit Carbon-Griffschalen. Ja.
Es ist halt. Richtig klasse finde ich auch den blau anodisierten Alu-Backspacer. Ja, das kriegst du mit Titania nicht so hin, diese knallige, das knallige Blau. Super, super, gut. Ja, das ist geile Farbe. Für, ja. Also für mich, für mich persönlich wahrscheinlich das Messer 2019. Mhm. Bei uns ist es Platz 4. Ja, kostet 190 Euro. 190 Euro im Angebot, ja. Ist normalerweise über 209, 225, so in dem Dreh. Ist jetzt kein Messer, was man sich vielleicht mal eben so bam für Spaß kauft. Ja. Aber auch ganz klar, wir liegen hier natürlich immer noch preislich meilenweit weg vom Full Custom aus Dänemark. Mhm. Von daher, und man bekommt eine super Qualität, Zero Tolerance, fertigen auf super hohem Niveau. 42 A-konform, ich werfe es immer mal wieder ein. Ja, sehr gut, ist es, absolut. Und zwar auch ohne Wenn und Aber. Und auch wenn das kein Mehrpreis ist, aber nee. Es ist halt immer noch so ein, es ist halt auch ein Messer, was man auch wirklich jahrelang, ja. Wir wissen ja, das Monte Carlo gibt es jetzt schon mehrere Jahre, es ist immer noch wunderschön. Ja. Und das ist halt so ein Klassiker, den hat man jetzt nicht nur 2 Jahre, dachte, boah, nee, das war jetzt auch vor 2 Jahren modern, den kennst du noch. Unterschied noch zu Monte Carlo fällt mir gerade ein, Monte Carlo wird gefertigt aus RWL 34, ja. Pulvermetallurgischer Stahl von Damas-Stil. Und hier beim Zero Tolerance haben wir von Crucible den 20CV, was im Prinzip ein amerikanisches Äquivalent zu Böhlers M390 Stahl ist. Also sehr, sehr schnitthaltig. Super, also momentan wahrscheinlich der M390 der beliebteste Stahl bei Messern überhaupt. Ja, für und das ist einfach 2020. Ja, das ist so das amerikanische Äquivalent dazu. Von der Legierung nimmt sich das nichts. Oder nicht viel. Ja. Platz 3. Platz 3 ist, bin ich oder bist du dran? Ich mach. Okay. Heidi. Platz 3, wir müssen ja Platz 3 noch ein bisschen. Trommelwirbel. Genau, okay. Bestech Heidi One. Das war auch eine Riesenüberraschung. Mhm. Unser Freund Heidi Blacksmith, dessen Custom-Messer wir ja auch bei uns im Sortiment haben, hat in Kooperation mit Bestech und dem Sascha Stöll von Writing, Turning, Flipping eine ja, Production-Serie seines Designs aufgelegt. Und die ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Ja. Also die haben da länger dran gesessen, ne? Ein bisschen, ich glaube... Hattest du nicht den ersten Prototypen schon in der Hand? Auf der IWA? Ja, genau. Also das, wir haben auf der IWA, ja, da gab es schon den Prototypen, das heißt, da haben wir den schon mal in der Hand gehabt, da ging es noch darum, Da ging mir, war das mit dem Jimping, glaube ich, war da irgendwie noch genau, anders, wenn ich mich... Genau, die letzten Feinheiten, wo kommt das Logo hin, kommt ein Logo hin, wie machen wir das, soll, inwieweit soll halt die Blacksmith draufstehen und dann war uns ganz klar das Muster drauf. Absolut. Das ist ein Heidi Blacksmith, ist ein Heidi Blacksmith. Und das steht auch drauf. Und das ist auch wunderschön geworden. Auch absolut. Die Platzierung mit dem B vorne noch, was ja auf seinen Customs immer, immer drauf ist. Und dann auch das Number One. Ein super Hosentaschen-EDC-Fixed-Messer, würde ich sagen. Für Herrenhosentaschen. Ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt, ja, da hast du recht. Ja, ich glaube, Länge liegt so bei 17 cm etwa, 17, 18 cm. Genau. Ganz schmaler Griff, liegt trotzdem super in der Hand. Ganz schmaler Griff, wobei er etwas breiter ist als die Customs, würde ich sagen. Da sind sie teilweise noch schlanker. Ja, das stimmt. Ja. 8 cm Klingenlänge. Hier wurde ein guter Kompromiss, finde ich, gewählt. Ich habe ziemlich große Hände, liegt bei mir super in der Hand. Klinge aus D2. Einfach meiner Meinung nach ist eine alte Legierung, klar, die wird schon lange benutzt. Ich finde den immer noch richtig gut. Ein richtig zäher Stahl, der auch mal was verzeiht. D2 hat ja, also man sagt, es ist jetzt kein Nachteil für dich und mich nicht, weil wir finden das sehr charmant, aber es kann sein, dass er mal Flecken bekommt. Genau. Und dass er so ein bisschen, weil er ist nicht ganz, er gehört nicht zu den super korrosionsfähigen Metallen, Stählen. Genau, wobei man schon sagen muss, das ist immer noch kein Vergleich zu, wenn du jetzt einen reinen Carbonstahl hast, sagen wir mal so, keine Ahnung, 1095, die laufen viel schneller an. Also der D2 ist jetzt nicht so, dass man eine Zwiebel damit schneidet und dann hat man eine Patina auf der Klinge, das dauert schon ein bisschen. Ja. Aber wenn man denn dann und wann mal mit so ein bisschen Öl die Klinge reinigt, dann ist da
hat man da auch keine Probleme. Ja, es kann ja passieren, wenn du das Messer nass in die Kydex steckst. Klar. Ist eine Kydex-Schale dabei? Die sehr schön einrastet, finde ich. Schön, ja. Schön gemachte Kydex. Ja. Schön wäre noch eine Lederscheide irgendwann, Sascha, Heidi, wenn ihr das hört. Lederscheide. Mhm. Genau. Es gibt, sollte man auch noch vielleicht sagen, 3 Griffmaterialien. Ja. Oder 3 Versionen. Einmal 2x G10 mit so einer Art Bolster, könnte man sagen, aus 2 unterschiedlichen G10-Farben. Und ganz klar die beliebteste Version, eine. Ganz weit vorn. Genau, ein schwarzer Mix aus G10 und Kohlefaser. Richtig. Bei uns im Online-Shop haben wir die Stonewash-Klinge. Ja. Die ist exklusiv, gibt es die bei uns. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, oder andersrum, die Stonewash-Klinge gibt es, weil Stonewash verzeiht so den ein oder anderen Kratzer von der Kydex. Gibt es dann nicht so schnell. Ja. So, ja. Und die anderen beiden Modelle sind halt in diesem Satin, also quasi die G10 Grün, G10 Beige, sind in Satin Finish. Insgesamt ein super, super geiles Fixed. Ja. Für einen echt vertretbaren Preis, 120 Euro. Finde ich auch. Also 120 und 110, die G10 Modelle. Mhm. Super. Also das ist... Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, preislich natürlich ein Riesenunterschied zu den Customs. Mhm. Ich finde es einfach klasse, dass Leute, die vielleicht auch entweder nicht so viel Geld ausgeben wollen für ein Fixed oder auch nicht können, da die Möglichkeit haben, wirklich, das muss man einfach sagen, ein vollwertiges Heidi-Messer zu kriegen. Du erkennst es sofort als Heidi von der Form, absolut. Auch wenn du es 300 Meter entfernt siehst. Das absolut, ja. Tolles Teil. Schön gemacht. Du stellst Platz 2 vor. Platz 2. Platz 2 ist Giant Mouse Sonoma. Genau. Ja, das ist ebenfalls Jens Anso Jesper Voxnest natürlich. Genau. Ist ein, auch wieder eine Besonderheit, der erste Framelock von Giant Mouse. Was es bisher nur, na, oder es gab also schon Framelocks, aber nur in diesen ganz limitierten GM-Baureihen, ne? Richtig, richtig. Giant Mouse hat ja eine Giant Mouse Line, die bekommen wir als Händler nicht. Die vertreiben die nur auf ihrer Website und ich glaube, es sind immer nur 300 Stück. Und die sind innerhalb von Minuten ausverkauft. Ja, ich glaube, das letzte war jetzt... das GM6. Ja, das war jetzt, glaube ich, ein Tag noch online. Okay, ich gesehen. Aber die... Ich also weiß die noch, eine Version, die andere Version war sofort. Die anderen Framelocks waren immer innerhalb von Minuten komplett vergriffen. Und gern auch im Preis hoch, ne? Danach. Absolut. Das ist auch... Ja. Im Sonoma ist es so, dass es eine Ace-Line ist. Die Ace-Line sind die, die nicht limitiert sind. Das gibt es in 2 Versionen. Einmal in dieser Satin-Klinge. Und dann gibt es dann nochmal mit dieser... ist mit dieser PVD-beschichteten Griff. Da ist die Klinge so ein bisschen smooth, so ein schon ganz feines. Dann... Das erste Giant Mouse, was bei Reate gefertigt wird. Richtig, das erste nicht-italienische gefertigte Giant Mouse. Und es ist halt auch auf jeden Fall... Also wir kontrollieren die Messer, bevor wir sie wegschicken. Mhm. Das heißt, wir haben jedes Messer in der Hand gehabt und jedes Messer geflippt und es läuft eins wie das andere. Ja. Das ist der Wahnsinn, was die da, absolut, was die da raushauen. Kugellagertechnisch muss man sagen, sind Reate echt ganz, 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 ganz weit vorn. M390 Stahl? Ja. Gefräster Clip. Ja. Der auch völlig anders aussieht als der normale Drahtclip, den Giant Mouse sonst benutzen. Schlankes Design. Ja, genau. Liegt gut in der Hand, ist, finde ich, so von der Größe, um so einen Anhaltspunkt zu geben, ich fand, das ist so ein bisschen zwischen den beiden Sebenza-Größen von Chris Reeve, ne? So auf jeden Fall deutlich größer als ein Small Sebenza, aber halt auch nicht so wuchtig groß wie ein Large Sebenza. Das finde ich, richtig gut. Ja, unglaublich, ey. Genau, also das finde ich eine super EDC-Größe. Ja. Es ist schon größer als das Iona, glaube ich. Doch, ja. Doch, ja, ist größer als das Giant Mouse Iona. Also länger, das schlanke Design, das macht es halt immer auch ein bisschen länger, finde ich. Ja, ich fand, also und Klinge super, super scharf kam es an. Also mein Modell, was ich habe, das war echt atemberaubend scharf, als ich es aus der Box geholt habe. Haben die richtig, richtig gut gemacht. Ja, lief auch bei uns. Und wirklich typische Reate, absolute super Oberliga. Ja, sehr schön. Also bei dem Messer gibt es auch nichts zu beanstanden. Nee, gar nicht.
ist das teuerste aus der Ace-Line, glaube ich, ja. Mit 300 Euro. Ja, das war auch noch so die Frage. Puh, 300 Euro, ne? Und dann auch noch nicht in Europa gefertigt, ob das gut gehen kann. Aber es ist natürlich auch von der Fertigung nochmal deutlich aufwendiger als die anderen Giant Mouse Messer aus der Ace-Line. Richtig, der Framelock macht's und der gefräste Clip, es ist schon... Stil. Ja, ich finde es gut, dass es halt auch dass so ein bisschen... Ich finde, das ist das, muss man sagen, das Sonoma ist das, was den GMs, also den Limitierten, mit Abstand am nächsten kommt. Ja. Also hätte man mir das in die Hand gedrückt und hätte gesagt, ey, guck mal hier, neues Giant Mouse, hätte ich gedacht, das ist ein neues von diesen ganz Limitierten. Ich hätte es viel eher da in dieser Liga eingeordnet, als dass ich gedacht hätte, dass es zu dieser Ace-Line, die wir sonst im Shop haben, gehört. Rein optisch ist es ja auch so in Richtung GM4, ne? Absolut, ja. Genau, das war Platz 2. Ja, dann mach du mal den Platz 1. Ich mache hier den Trommelwirbel. Brrrt. Warte, trink noch einen Schluck Kaffee, um das spannend zu machen. ja, Real Steel Luna. Auch eine Riesenüberraschung 2019. Ja. Also schon bei der Ankündigung. Also, oh. Ein Slipjoint, Poltergeist Works Design. Klein, handlich und mit Titangriff. Das war schon so, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig ein Foto geschickt von dem Ding, als so die ersten Teaser kamen. Vorher waren wir hatten Real Steel im Programm, waren jetzt, glaube ich, einfach nicht so drauf konzentriert. Also ehrlich gesagt, wollten wir Real Steel aus dem Programm nehmen. War so eine Überlegung von uns. 2019, genau. Genau. Weil da war nichts 42A-konform ist so wirklich. Genau. War so ein bisschen die Frage, wie passen die noch so in unser Portfolio? Genau. Und dann kam das Luna und hat alle unsere Pläne komplett über den Haufen geworfen. Genau, dann kam das Luna, später noch das G-Slip, aber das können wir vielleicht später nochmal ganz kurz erwähnen. Ja. Das, genau, das Luna hat echt, wow, das ist halt für die 85 Euro, die es kostet. Ich hab's ja auch gerade in der Hand. Hat es alles. Ne? Ja, also ein super schon aufwendig gefräste Griffschalen mit ganz vielen Phasen. Trotzdem wirkt das alles so wie aus einem Guss, finde ich. Das fand ich schon mal beeindruckend. Deep Carry Clip. Mhm. Schön, gute Spannung, recht schmaler Clip, finde ich auch gut. Und ein ganz weicher Klingengang. Also es ist jetzt nicht so ein Slipjoint mit so einer super straffen Feder, sondern man kann es super einfach öffnen. Die Klinge rastet bei, ja, sagen wir mal so 120 Grad ein. Etwa. Kein Nagelbrecher. Nee, überhaupt nicht. Und das Geilste ist halt wirklich diese eine Klinge, die eh schon dünn ist. Ich glaube, so 2,2 mm hat die. Mhm. Und läuft so wahnsinnig fein aus. Also ich weiß noch, als wir in Gießen auf der Messersammlerbörse. Börse, ich glaube, ja. Genau, hat unser Freund Stefan hatte das Luna mit und noch so ein paar andere Messer. Der testet die Messer, die er auf seinem Kanal vorstellt. Schönen Gruß hier an Stefan 123321. Der testet die Messer ja immer und dann hat er, wir waren in so einem Ferienhaus und hat da Zwiebeln geschnitten. Und mit dem Luna, genau, ja. Und kam dann so ganz, ganz erstaunt aus der Küche zu mir und meinte so, boah, das Luna hat gerade in der Küche so dermaßen gut abgeliefert. Und das stimmt auch, ne? Also es ist ein Schneidteufel vor dem Herrn. Also es ist ein wahnsinnig schneidfreudiges Messer. N690 Stahl. Ja, super scharf. Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so Poltergeist Works, wenn man mit seinen Designs ein bisschen vertraut ist und mit seinen Customs, ist so Slipshot ist so ganz weit weg, ne? Ja, ja. Vielleicht auch absolut. So, das ist halt so wieder auch eine Überraschung. Wahrscheinlich auf jeden Fall. Ist man auch deshalb gleich so, oh. Diese große Achsschraube ist natürlich markant, ne, bei seinen Designs. Aber ja, ich finde auch, es ist mal auch so für ihn was anderes. Kein großes Taschenmesser. Wir haben es jetzt hier mal mit deinem Small Sebenzer. Noch ein Tick kleiner als ein Small Sebenzer. Mhm. Aber liegt trotzdem richtig, richtig gut in der Hand. Also auch für mich mit echt großen Händen super. Ja. Top Handlage. Bist du mit allen Fingern oder hast du eins? Nee. Bist mit vier alle Fingern. Finger passen drauf. Ja. Gar kein Problem. Und jetzt kommt der Knaller. 85 Euro. Ja. Finde ich für das, was man hier geboten bekommt, der absolute Wahnsinn. Ein 42A-konformes Titan-Taschenmesser, Poltergeist Works Design, super Verarbeitung für 85 Euro. Ja,
das war, glaube ich, auch das, was alle, was der Grund war, warum es alle so richtig, richtig gut fanden. Also schlug ein wie eine Bombe, das kann ja, man schon sagen. Preis-Leistungs-Verhältnis absolut Oberklasse. Wahnsinn, ja, ist gerade mal wieder ausverkauft. Wie? Ja. Wir hatten am Anfang, hatten wir 12 Stück oder so? Nee, wir hatten mehr, wir hatten da schon von Anfang an mehr, aber es war sofort weg. War sofort weg und dann hatten wir... Andi hat es auf seinen Kanal auch direkt vorgestellt. Das war auch eine schöne Aktion, so ein Live-Video, da kann man immer mal mit selbst kommentieren und sagen, oh ja, das finde ich jetzt gut, ne? Und das war schön. Und genau, und irgendwann war es ausverkauft und ich habe dann im Shop bei uns die Vorbestellerzahlen gesehen und es war unglaublich. Also wahrscheinlich auch für uns eines der Taschenmesser, die wir am meisten verkauft haben, 2019. Mhm. Ja, 2019, ja. Dann kommt ja das G-Slip, das kam ja danach, das heißt, es ist jetzt hier nicht mehr in der Liste drin. G-Slip ist... ist vergleichbar, kann man sagen, ne? G-Slip ist ja nochmal eine andere Preisklasse. Ne? Da sind wir bei 50 Euro. Osterpeel-Design, auch ein anderer Designer. Genau. Und trotzdem sind die Messer sich nicht unähnlich, ne? Genau, die sind so, wenn man denkt so, ach, das, wenn man das hat, oder wenn man gerade so sagt, ne, die 85 Euro habe ich nicht, aber 50 jetzt für das G-Slip erstmal, dann... Auf jeden Fall, es ist auch 42A konform, es ist noch ein bisschen länger, größer, also auf jeden Fall schmaler deutlich, und länger. Gibt es in zwei Varianten derzeit, einmal schwarzes G10 und einmal die gelbe G10-Version mit der schwarzen Klinge. Genau, und es kommt noch oranges G10. Oranges G10 soll kommen im März, April. Da hatte Reestival wohl Probleme mit der Farbe Orange. Für mich, ich kann mich nicht so ganz entscheiden, entweder Reestival Luna oder Zero Tolerance 0230, das sind, waren für mich so, das waren echt so absolute super Highlights. Das sind deine Highlights, ne? Ja, definitiv. Auch, jetzt gucke ich mal eben, ich habe mich jetzt so, ich scroll mal so durch. Also was ich gerne haben möchte, wäre das Casino. Wenn man sich mal eins aussuchen darf. Nee, das Kleid jetzt, das Natural Mikata, wo ich es jetzt gesehen habe, ist, ich bin auch ein Green Mikata Fan, ne? Mit Mikata kriegt man mich sowieso gleich, aber das Natural Mikata ist für mich nochmal interessanter, weil der Backspacer dann schwarz ist und das, ach, ich glaube, ich will beide Kleins. Ja. Ich kann mich doch nicht so, ach, nee, also ich kann mich jetzt nicht, das Barlow Prime, das ist auch schon wieder, wo ich denke, so, könnte man so wieder schön, passt auch gut. Mhm. Nee, ich kann mich nicht festlegen, aber auch das, ach, das, nee, kann ich nicht. Aber du, was man noch sagen muss, du hast das CRKT CEO in deiner privaten Sammlung, ne? Genau. Das? Genau, das ist, das habe ich, weil... Das ist halt ein Messer, das haben wir erstmal getestet. Und ich meine, für das Geld kann man das auch gerne mal testen. Auf jeden Fall. Und für gut befunden, weil es... Und dann, da ist es noch immer. Ja. Das war's, unsere Top 10 2019. Jawohl. Damit sind wir durch. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ja. Und seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Auf jeden Fall. Bis bald. Bis zur Top 10 2020 oder erstes Quartal 2020. Ja, mal gucken, was uns einfällt. Genau. Macht's gut. Tschüss.